Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil unserer Cruel Seas Themenwoche. Heute kümmern wir uns mal um die Kriegsmarine-Fraktion der Deutschen. Also, wir haben hier zum Release zwei Boxen mit enthalten. Einmal die German Kriegsmarine Fleet und einmal die Kriegsmarine S-Boat Flotilla. Ja, das sind zwei Boxen, die mit zum Release gekommen sind mit Erweiterungsschiffen. Wir haben hier einmal diese Box, wo lediglich quasi die Boote noch mit dabei sind, die wir auch in der Starterbox haben. Also quasi die German E-Boat S100 Class und die German E-Boat S38 Class. Das heißt, wir können hier unsere Sammlung aus der Starterbox einfach schon mal erweitern. Und wir haben hier dann das große Paket. Dort haben wir ein Minesweeper, ein Vorpostenboot. Dann nochmal zweimal die S100 Class und zweimal die S38 Class. Und wir haben hier tatsächlich eine Stuka mit enthalten. Ja, preislich gesehen liegt diese Box circa bei 19 Euro. Wir haben hier also 6 Plastikschiffe mit enthalten plus ein bisschen Zubehör, das zeige ich euch gleich. Und hier haben wir 2, 4, 6 Schiffe und ein Flugzeug und auch weitere Spielmaterial und Zubehör. Die liegt ungefähr bei 68 Euro. Jetzt so, was? 68 Euro? Ja, finde ich auch ganz schön krass. Aber wir haben hier natürlich, das zeige ich euch gleich noch in der Nahansicht, wir haben hier richtig große Schiffe mit dabei. Das ist hier der Minesweeper, ein Resin-Modell mit entsprechenden Metallteilen dazu. Und das sieht wirklich gut aus. Und wir haben hier das Vorpostenboot. Auch noch mit der Brücke quasi und auch einem ganzen Sack voller Metallteile. Also da können wir ordentlich basteln, natürlich auch in dem kleinen Maßstab. 68 Euro. Ah, da müsste man mal gucken. Ist das tatsächlich zu teuer? Ich meine, wir haben hier lediglich 6 Schiffe drin. Wir haben 2 große Schiffe. Wahrscheinlich braucht man sie im Spiel. Wir wissen es ja noch nicht. Wahrscheinlich brauchen wir im Spiel vielleicht auch wirklich nur einmal diese Box und spielen lediglich dann mit den ganzen, S100 Class, S38 Class, da müssen wir einfach mal gucken, wie sich solche Listen dann schreiben. Das werden wir auf jeden Fall zum Ende der Woche uns nochmal anschauen, wie so eine Liste aussieht. Und da ist natürlich ein krasser Unterschied, ne? 18 Euro, 68 Euro, da muss man mal abwägen. Also da muss man mal gucken, ob wir die Box auch vielleicht nur einmal brauchen und wenn wir die vielleicht noch ein, zweimal dazu kaufen, vielleicht reicht das auch schon. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen mal direkt in die Nahansicht und gucken einfach uns mal den Inhalt an. Und können das Ganze dann ja später nochmal bewerten. Beginnen wir mit dem Inhalt der German Kriegsmarine. Wir haben wie gesagt hier den Minesweeper. Das ist natürlich schon ordentliches Modell. Das sieht doch wirklich richtig gut aus. Also wir haben hier, klar, hier unten müssen wir natürlich ein bisschen sauber machen. Aber ansonsten sieht das richtig, richtig gut aus. Das ist ein richtig tolles Modell. Und das ist natürlich ein ordentlicher Resinklops. Ja, dazu haben wir dann einen Beutel mit Zinnteilen, mit der Bewaffnung, der Brücke und sogar tatsächlich, wie ihr hier sehen könnt, ist hier sogar Besatzung mit dabei. Das heißt, es ist sogar Infanterie mit dabei. Das ist sehr, sehr cool. Und als zweites großes Schiff haben wir hier dieses Vorpostenschiff. Auch das ist natürlich, das ist nicht so ganz so groß, nicht ganz so schwer. Aber auch hier haben wir natürlich noch einen ganzen Sack voll Zinnteile. Ja, dann haben wir hier den Gussrahmen, den kennen wir aus der Grundbox. Das ist quasi der gleiche. Den haben wir zweimal mit enthalten. Einen weiteren Torpedo-Gussrahmen. Dann haben wir hier, das freut mich extrem riesig hier, dass wir hier eine Stuka mit dabei haben. Ich bin hier ein absoluter Fan von der Stuka. Und hier haben wir tatsächlich ein Zinnmodell mit dabei. Und ich hoffe dann einfach, dass es das auch dann demnächst für Blood Red Skies gibt. Ja, als weiteres Spielzubehör haben wir nochmal hier so ein Plastiksprue mit den Markern, die wir inzwischen auch schon kennen. Wir haben die entsprechenden Karten und Fahnen mit dabei. Wir haben hier auch wieder diese dünnen Pappschablonen, die wir natürlich benötigen. Und wir haben hier nochmal eine kleine Erklärung. German S-Boat, den Gussrahmen erklärt, was hier eigentlich was ist. Die Bewaffnung ist hier erklärt. Und wir haben hier hinten nochmal ein kleines Werbeblättchen. Ja, kommen wir nun direkt noch zur kleinen S-Boat-Flotte und wir können eigentlich direkt weitermachen. Da ist eigentlich genau das gleiche drin an den Gussrahmen, die wir hier schon kennen, halt nur in dreifacher Ausführung. Wir haben hier also nochmal 6 Boote mit enthalten. Wir haben auch hier nochmal einen Torpedo-Gussrahmen
und das entsprechende Spielzubehör. Auch hier die Karten nochmal mit dabei. Das finde ich sehr, sehr gut, dass diese Einheitenkarten wirklich immer dabei sind. Neue Fahnen sind mit dabei und hier auch nochmal die ganzen Schablonen, die wir benötigen. Ja, das ist also der Inhalt dieser Fraktions-Starterboxen, nenne ich sie jetzt einfach mal. Und ja, also wie gesagt, die Kriegsmarineflotte, das ist ein fairer Preis. Für 18 Euro kriege ich hier 6 Boote mit Zubehör. Und ja, die Kriegsmarineflotte, das ist natürlich schon ein Preis, 68 Euro. Aber wie gesagt, da hatte ich vorhin schon was zu gesagt. Ja, ich bin also sehr, sehr gespannt, wie oft man diese Schiffe tatsächlich braucht. Und ich denke mal, wir brauchen die tatsächlich nur einmal, weil wir haben ja auch kein unbegrenztes Spielfeld. Wenn wir jetzt auf 1,80x20 tatsächlich spielen, dann ist das natürlich schon, wenn wir so einen Pott da hinstellen, ist das natürlich schon echt ordentlich. Und ja, das sieht auch aus, der hat auch noch ein bisschen heftigere Bewaffnung. Also das sind jetzt nicht mehr nur so kleine Flugabwehrgeschütze oder 2 cm Kanonen, sondern das sieht hier schon ein bisschen fetter aus, was hier drauf ist. Und das Ding kann wahrscheinlich dann auch entsprechend weit schießen. Und von daher bin ich sehr, sehr gespannt. Aber es ist natürlich ein richtig tolles Modell und das macht schon was her, wenn das angemalt ist. Und wenn man da ja, die ganz entsprechende Flotte fertig hat, sieht das natürlich schon recht schick aus. Ja, das war es jetzt auch zur Kriegsmarine. Morgen sehen wir uns dann wieder und schauen uns mal die Briten an. Auch die haben 2 solche Boxen. Einmal haben die hier so eine Erweiterung, wo wir natürlich wahrscheinlich die kleinen Boote drin finden, die wir auch aus der Starterbox kennen. Und auch die haben eine große Box bekommen, wo natürlich auch 2 große Schiffe mit dabei sind. Da bin ich sehr gespannt. Also, wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss.